Er spielt eine tragende oder besser liegende Rolle. Und wer kennt diese beiden nicht? Miss Sophie und ihren Butler James. Jahr für Jahr ist Dinner for One an Silvester im Fernsehen zu sehen. Wolfgang Krebs erzählt die Geschichte davor, also wie alles begann. Aktuell laufen die Proben noch, eine gute Gelegenheit, um hinter die Kulissen des Klassikers von 1963 zu blicken. What must, that must. Lassen Sie das weg. Also kurz gefasst, ein Regisseur sucht ein Schauspielerpaar, das diesen Sketch aufführt. Und es bewerben sich zwei Verrückte, beziehungsweise ein Komiker-Duo, Elvira und Klaus, die praktisch diese Rollen spielen möchten. Die sind aber alles andere als Schauspieler. Sie sind eigentlich nur Komiker und treten eigentlich auch nur mit irgendwelchen Witzen auf und bringen den Regisseur natürlich zum Weißglut, weil der will das ganz Ordentliche machen. Er ist ein sehr renommierter Regisseur und trifft jetzt auf zwei Lullen. Die Komödie von Volker Heimann zeigt auf aberwitzige Weise die Vorgeschichte des bekannten Sketches. Wolfgang Krebs würzt diese mit einem ganz speziellen Kolorit. Und das sagen Sie mir kurz vor der Aufführung. Das ist mir gerade klar geworden, das ist dramaturgisch völlig falsch. Wenn Sie meine... Ich habe das Hessische eingebaut dieses Mal, um auch der Figur so eine gewisse Note zu geben. Der Klaus, den ich da spiele, Klaus Thielmann, ist praktisch auch in Hessen ausgebildet worden, so wie er sagt, im Theater. Und ich babbel richtig hessisch, ja. Alexander Benedikt aus Regensburg gibt den renommierten Regisseur, den das tingelnde Komikerduo Elvira als Miss Sophie und Klaus als ihr Butler James bis aufs Äußerste reizt. Denn einst waren beide ein Paar, entsprechend katastrophal ist ihr Umgang miteinander. Soeben noch selige Harmonie, im nächsten Moment ein zänkisches Paar. Wolfgang Krebs hat das Stück gemeinsam mit Alexander Benedikt und Luisa Zimmermann inszeniert. Meine ersten Gedanken waren, dass es lustig wird. Definitiv lustig. Es ist noch lustiger geworden, als ich damals gedacht habe, weil noch viele neue Ideen dazu kamen von uns persönlich. Und einfach den Regisseur zu spielen, auch gleichzeitig, muss man auch sagen, Regieerfahrungen zu sammeln. Bei dem zweiten Teil, Sie haben es gesehen, bin ich nicht wirklich auf der Bühne, nur einmal kurzer Sprecher. Und da habe ich auch viele Regiearbeiten jetzt machen können, dadurch, weil ich ja eben draußen saß. Und es ist sehr spannend und war sehr informativ, sehr lehrreich. Auftritt Miss Sophie. Luisa Zimmermann als Miss Sophie hat bei Wolfgang Krebs das Schauspiel gelernt. Die Elvira, die sich also auf diese Rolle der Miss Sophie bewirbt, ist natürlich ein ganz anderer Typ auch als ich. Und dementsprechend musste ich da natürlich als Elvira auch rangehen und nicht original als Miss Sophie. Also nicht so, wie man das Stück kennt, 1:1 spielen. Also es war immer ein Hin- und Her-Switchen zwischen Anna-Luisa, zwischen Elvira und zwischen Miss Sophie. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ein turbulentes Stück, bei dem Rollen und Privates wild durcheinander gehen. Da die Premiere immer näher rückt, bleibt dem Regisseur keine Wahl. Er muss mit beiden aus- und klarkommen. Bitte und wenn schon. Entscheidend ist doch, dass das Stichwort kommt. Is everybody here? Also wenn du jeden zweiten Satz weglässt, dann kannst du deine Stichwörter in der Pfeife rauchen. Ich sagte, is everybody here? Yes, indeed. They're all here waiting for your anniversary, Miss Sophie. All 5 places are laid out? All laid out as usual, Miss Sophie. Sir Toby? Sir Toby? Sag mal, willst du jetzt die ganze Szene durchspielen oder was? Quatsch, nur die Tischrunde gerade. Ach, nur die Runde gerade. Das kann auch nur eine Frau sagen, was? Die echte Premiere ist am kommenden Samstag um 20 Uhr. Karten gibt es noch an der Abendkasse. Also die Vorbereitungen, die laufen schon länger, auch im Hinblick auf, wer macht da mit, wen kann ich dafür begeistern für dieses Projekt. Und jetzt die Proben, die haben wir vor 5 Wochen angefangen, also es ist jetzt die 5. Woche, Samstag ist Premiere und dann muss es stehen. Kein Kommentar. Dinner for One, wie alles begann, steht jeweils freitags und samstags ab 20 Uhr im Torwärterhaus neben dem Turnauer Rathaus im Spielplan. Gespielt wird das Stück noch bis einschließlich 2. Januar. Weitere Informationen und Karten gibt es unter www.schlosstheater-turnau.de oder unter 09203 973 8680. Ich muss mal vormachen, wie das aussehen soll. Alle auf ihre Plätze, es geht gleich los! Und weh, du kriegst wieder einen Lachanfall, wie damals in Bamberg. Jetzt erinnere mich bloß nicht an Bamberg. Und lass mich nicht hängen wie ein Bonsees. Du bist ja paranoid.